schöne sich nicht bewegende Leuchtekäfer da oben. Und wir merken uns hier einen Geigenspieler im Schneidersitz und das Nase-Mund-Symbol. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Ach, das ist offen geblieben. Das ist doch eine Falle. Hier klebt wirklich noch gar keiner drin. Dann wollen wir mal nicht die Erste sein. Ah, hier springt das Quatsch, weil da haut man seinen Kopf ein. Ist jetzt nicht der gleiche Spaß? Das wäre auch doof. Was soll denn das? Wo ist denn hier der Stopfen, den wir uns mal angucken können? Hier hinten ist nichts, was aus dem Boden kommen könnte, deswegen kann man hier hin, aber hier ist nichts Cooles. Ich würde sagen, gehen wir erstmal nach links, oder? Das ist der kürzere Weg, weil da haben wir etwas Abstand. Und außerdem geht dann direkt nach was hoch, also müssen wir nach links. Ach, da ist er, okay. Nee. Nicht einfach runterrutschen, ist doch ein Abhang. Das Blöde ist, man kann sich hier nicht drehen, oder? Mit Shift geht's nicht, womit man die Schulter wechseln kann. Insofern können wir uns jetzt nicht mit unserem Seilzug runterziehen lassen. Nicht, dass wir genau auf solche Spitzen fallen. Wer hat denn das genauso platziert, dass wir das da drauf rollen lassen können? Ich raste das wieder ein. Noch Glück. Ein Symbol. Die Sache wird interessant. Damit ist auch unser Seil runtergefallen. Ist halt nicht so beständig wie der ganze andere Kram, der gebaut wurde. Also, der Geigenspieler ist immer der gleiche, wie es scheint. Und jetzt haben wir ein Symbol, das da... Muss man sich den Nebenkram noch merken? Nee, oder? Das ist bloß... Blubbliblub. Warum leuchtet denn das eigentlich so? Es sind doch LEDs dahinter. Das sind zwei Beine. Ach so, Mund und zwei Beine, okay. Mund, Nase, zwei Beine. Okay. Wir könnten ja jederzeit wieder hier rein, jetzt ist er offen und freigeschaltet. Gucken wir uns mal das dritte an und dann gucken wir uns nochmal den Spaß hier an. Ach so. Das ist schon mal falsch, weil das nach links guckt. Mal da Augen sind und hier ging es viel weiter rein mit der Nase. Das kriegen wir hin, aber das schauen wir uns erst an, wenn wir hier drüben waren. Nicht hüpfen. Ich komme nicht hin. Noch nicht. Noch nicht, genau. Oh, hier sind diese Käferchen da ganz hinten. Boah, das sieht toll aus. Toll, toll. Hiermit machen wir das Tor wieder auf und hier können wir rüberhüpfen. Nicht dagegen, weil da fallen wir runter. Was ist das? Ist das ein Stein? Dann können wir da gar nicht hoch. Dann aber da. Ah, ich springe jetzt nicht dahin, ich springe jetzt erstmal hier hin. Achso, wir müssen daran. Scheiße. Wir wurden nach links gelenkt, kurz vorm Absprung. Ganz schön uncool. Nochmal, Mann. Die Decke kommt runter. Ich muss hier weg. Ich komme nicht hin. Noch nicht. Doch an das Ding ran. Hätte gedacht, weil die Kanten haben wir jetzt schon so oft gesehen, da muss es rangehen.
Aber das Spiel lenkt einen auch hier eben genau in die Ecke. Aber weil ich eben dagegen gelaufen bin, hatten wir auch nicht mehr genügend Schwung. Oder man schafft es denn generell nicht. Runter schubsen. Passiert da noch mehr? Draufschubsen. Ja, drüber durch ist nicht. Reicht das von der Zeit her, bis darüber zu gehen? Aber wo dann hin? Ach, da ist ein Schalter. Okay, okay. Na gut, dann vertrauen wir einfach mal, dass das so berechnet wurde, dass wir da nicht aufgespießt werden. Stopfen ganz oben. Weder hat jetzt jemand eine Falle gestellt. Oh, 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 oh. Okay, da ist noch Zeit. Ich will Lara auch immer schön hingucken lassen. Ich kann mich auch so hinstellen, aber das ist nicht schön. Sie will ja auch was sehen. Eine Hand. Hand, die nach links zeigt. Ah, jetzt leuchtet der Kram auch. Jetzt ist erst freigeschaltet fürs Ausprobieren. Ist auch immer, dass da oben etwas beleuchtet. Die Hand stimmt, aber diese andere misst nicht. Da ist immer so viel drauf, dann müssen wir einfach bloß die drei Symbole wiederfinden. Es muss einen Hinweis geben, welches das Richtige ist. Der hat zum Beispiel keine Beine, der hat keine Beine. Hier sind auch keine Beine. Hier sind Beine und hier sind auch Beine. Aber hier ist nicht die Hand drauf. Wobei, da. Hand drauf. Andere Beine? Aber das sieht halt anders aus. Hat da gar kein Auge. Das hat keine Hand. Das da unten sehen wir nicht. Beine und auch sowas wie ein Gesicht, aber keine Hand. Wir drehen mal ein Symbol hin, was wir jetzt nicht brauchen. Eigentlich bräuchten wir bloß ausprobieren und fertig. Alles ist ja noch doof. Diese Symbole. Es muss einen Hinweis geben, welches das Richtige ist. Ich will mal eins unten haben, was... Wie viele Symbole sind wir unten? Zwei, oder? Ach, scheiße. Haben wir zwei, die wir nicht brauchen, die nebeneinander sind? Dann kann ich die schon mal nach unten stellen. Hand drauf, keine Hand drauf, keine Hand drauf, doch. Hand drauf, Hand drauf. Keine Hand drauf, aber da unten. Also das mal merken. Das könnte das erste sein. Das weg kann. So. Keine Hand. Keine Hand. Also die beiden können wir schon mal nach unten setzen. Damit haben wir dann alle Symbole. Alle anderen Symbole im Blick. So.
Zwei Unwichtigen sind jetzt unten. Hinweis, Hinweis, Hinweis. Sieht so aus, ob sich das da oben mit bewegen würde. Wobei, wenn sich das bewegt, dann stößt das ja gegen die Kante. Also die Kante hier stößt dann gegen diese hier. Hier oben sind aber bloß die Nasen drauf. Man kann die sogar von hier sehen, ist ja praktisch. Nach links in der Hocke. Da fehlt halt, da ist halt kein Auge drauf. Das ist ja gar nicht so genau. Hä? Von da sind wir gekommen. Hand zeigt nach links. Links, das geht nach links. Das guckt aber nach rechts. Hm. Links, links, rechts, wenn es oben steht. Aber wenn ich jetzt bewege, sind die anderen Symbole wieder unten. Nicht mehr unten. Hinweis, welches ist das Richtige? Mund nach rechts, also passt das. Sowieso keine Hand drauf. Nicht. Hier fehlt das Gesicht. Falsch rum, falsch rum. Dafür die Hand. Hinweis, welches das Richtige ist. Ist da ein Wasser? Ja. Die müssten doch alle rosten. Und irgendwann klemmt der ganze Spaß. Hinweis, welches das Richtige ist. Der Nebenkram, der daneben steht, ist doch nicht Hinweis. Auch bloß eine Nase daran. Da oben ist auch bloß der Kopf und diese sich eh nicht drehende. Eh nicht drehende Kopf. Kopf sich eh nicht drehende. Nase, Nase. Ich glaube, das hier unten verrät uns nichts. Was hier auch für Schädel rumliegen. Mal so nebenbei. Irgendwann dahinter an der Rückseite ein Hinweis. Vielleicht der Hinweis hier draußen. Vielleicht sind die Fledermäuse ein Hinweis, aber da sind, glaube ich, keine Fledermäuse drauf. Hinweis, Hinweis, Hinweis. Einfach mal drücken. Jetzt fällt das hier runter und die fallen runter. Nein! Jo. Scheiße. Wir könnten das Spiel jetzt so lange spielen, bis wir es haben. Diese Symbole. Es muss einen Hinweis geben, welches das Richtige ist. Hinweis geben, welches das Richtige ist. Was haben wir denn noch so drauf? Pünktchen und irgendwie Zweigkram. Hm, toll. Ist der Spaß überall drauf? Hier ist so... Eine Schale im Querschnitt mit Cornflakes drin. Zwei Gesichter und irgendwie ein Kamm. Nehmen wir das und probier's mal. Sieht mir sympathisch aus mit den Cornflakes auf dem Schneidebrett. Hier sind ja auch Symbole drauf, aber die kennen wir nicht, oder? Man kann ja auch nicht weg, also... Man drückt und dann wartet man, bis es unten aufgeht.
Ein Hinweis. Ich gehe nochmal kurz in eins rein hier. Ja. War hier irgendwas noch drauf? Hm, schon, aber das sieht zu wild aus, zu wüst. Glubsche Augen in allen Ecken. Das sind auch bloß irgendwie Köpfe mit Kronen. Gibt der Spaß da oben irgendwie ein Bild? Sternbild. Da ist auch der Rüssel dran. Feuer mit Knochen, kein Hinweis. Was haben wir denn hier? Nix, was ich jetzt zwingend wiedererkenne. Zumal das sich auch nicht dreht. Eine Glocke. Nicht jetzt runterfallen. Ein Hinweis. Glas, glubsche Augen. Ist es eigentlich immer in der gleichen Position, wenn wir hier wieder zurückkehren, nachdem wir runtergefallen sind? Oder bleibt es dann da stehen, wo wir es zuletzt hatten? Kann nicht sein, weil ich habe den Kamm nicht ausgewählt. Standard ausgewählt, Kamm unten, Hand nach links und Kopf nach links. Den Hinweis muss man auch erst finden, sonst... Lara wird bestimmt, wenn wir den haben, irgendwie was sagen. Ja, das ist es. Sie wird es nicht einfach so hinnehmen, wenn sie es sieht. Dann ist der bestimmt irgendwo versteckt. Aber warum geht's eigentlich da lang? Ah, Moment, ich gucke jetzt... Nein, wir kommen ja nicht mehr rüber. Vielleicht ist da jetzt hinten offen. Wir können da oben noch irgendeinen Hinweis finden. Aber wir kommen hier nicht mehr wieder hoch. Schätze ich mal. Oh, nein. Oh. Kommen wir da doch hoch? Nee. Jetzt machen wir hier irgendwie halb runterrutscht. Oh. Das kann es nicht sein, dass man hier so eine Hangelpartie hat. Aber man kommt da hin, das ist interessant. Unter Wasser tauchen? Nee, man kommt da glaube ich nicht hoch. Ich verstehe das Tor da hinten oben noch nicht. Wird man nur runterrutschen können. Cornflakes und überkreuzt, das ist überall so. Was ist das? Das ist einfach nur Gebilde. Blaues Feuer. Ist das ein Hinweis? Wenn das Spiel ganz gemein ist, wird es erst dieses Tor freischalten, wenn der Hinweis gefunden wurde. Nicht, dass man jetzt einfach immer ausprobiert, bis man nicht mehr herunterfällt. Also ich merke mir mal Kamm und Hand und Gesicht nach links. Gucken, ob das immer die Ausgangsstellung ist. Diese Symbole. Es muss einen Hinweis geben, welches das Richtige ist. Leuchtet das immer so? Ja, es wird immer hervorgehoben, wenn wir das Drehgerät hier loslassen. Und das ist auch immer an. Also stärker beleuchtet oder es glänzt halt von Haus aus.
Also Ausgang war das. Hier ist noch ein Kamm drauf. Da oben ist sowas wie eine Hand. Aber nicht die Beine. Beine, Hand und Gesicht. Keine Ahnung, ob wir das schon hatten. Mal drücken, mal gucken, was dann wieder eingestellt ist. Da fehlen die Beine. Das Gesicht hat auch ein Auge. Das ist nicht richtig. Kann man sich ganz nah an die Wand stellen? Ah, okay, da ist nichts zum dranstellen. Jetzt bin ich mal gespannt, was voreingestellt ist. Okay, immer das Gleiche. Diese Symbole. Es muss einen Hinweis geben, welches das Richtige ist. Ist jetzt ehrlich gesagt ziemlich lahm, aber ich versuch's gerade noch zu verstehen. Je nachdem, welche Reihenfolge man das gemacht hat. Nee, wenn ich das in einer anderen Reihenfolge angehe, das Zeug hier, dann müsste sich ja das hier oben verändern. Aber warum hat das jetzt funktioniert? Das hier ist ein, weiß nicht, Hühnchen in der Mitte? Die Beine, die Hand zeigt auf die Stirn. Die Pünktchen da oben. Lorbeer? Nee, Lorbeer nicht. Dieser Hinweis, der jetzt fehlt, das nagt irgendwie. Deswegen wollte ich eigentlich nicht bloß ausprobieren. Jetzt habe ich es doch gemacht. Beine nach links. Das Ding hat halt kein Auge. Offener Mund, nach rechts guckend. Der Rest nach links. Nach rechts guckend. Beine aber nach links. Hand nach rechts. Hat ein Auge. Also ich verstehe es nicht, wenn ihr den Hinweis gesehen, verstanden habt, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich komme so jetzt leider nicht mehr drauf. Trotzdem würde ich es ganz gerne verstehen, also wenn ihr da was habt, dann gerne her damit und in der nächsten Folge gehen wir da durch und rein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.